out. Wie, was er im Haus gefunden hatte. Was soll er denn gefunden haben? Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Wow. Wow. Wirklich wow. Das klingt ja einem richtig geilen Job, du. Louis. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Wow. Das sieht cool aus. Ja, und hatte ja eine kleine Schieße. Ja gut, der war auch schon ein bisschen älter. Ja, der war... Ach, das ja, 24. Ist rot. Das ist ja geil. Was Leute an Shisha finden, kann ich zwar nicht verstehen, aber okay. Naja, also er war offensichtlich, Spiritualisti, du weißt, was ich meine. Wie kommst du da raus? Oder, keine Ahnung, vielleicht war er einfach nur ein harter Kiffer. Das glaube ich wohl eher. Zumindest hat er da so ein Poster mit Legalize Marihuana oder so. Ich meine, er hat ja, auch so komische Dinger. Und ja, er ist halt ein bisschen hippie-spacig drauf. Okay, das ist eine Geschichte und das. Hier ist eine Spielkonsole, Wonderland. Er starb ständig. Oh, das ist nicht nett. Naja. Aber sein Zimmer ist definitiv das coolste bis jetzt. Findest du? Oh, guck mal, da ist Indien. I think for him it was a way to be something other than just a Finch. Ach so, weil ja stimmt, sein Vater ist ja ein Dings. Sehen da. Nein, also nein, sie ist nicht so weit. Nein, Ida, nein. Ich würde mal automatisch. Nein, geh wieder rein. So. Okay. Man hat sogar zwei Bildschirme, so fortschrittlich. Okay. Don't Finch. Psychology. As Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. Ja, das kann ich nachvollziehen. Okay. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Ich kann... Ich kann's nicht anfassen. Du musst es anfassen können. Ich kann nicht... ach so, das ist... Hä? Ach so! Ach so! Ach du... du läufst umher! Okay, hör auf die Fische, dann macht es das automatisch. Ich weiß es nicht, ob ich das weitermachen muss oder... Ja doch, musst du. Also die Fische nicht, nee, die Fische weg. Imagining a labyrinth. Okay, da könnte man verpassen. Den Buchstaben. Das ist total... Multitasking. Then something moved. Bats. Fledermäuse. And toads. Okay. And things that have not names. Wesen ohne Namen.
Was ganz schön anstrengend das gerade ist. Oh, hat den Kopf zu. Hm. Da geht's rein. But he found something more. Oh. I worried about him. Gibt's 3D-mäßig zu. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. Talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him. All the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor, and he won. Eskapismus. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Das ist schon geil. He'd conquer a city, then immediately push on. St. Louis. Okay, er war nicht sehr kreativ. Ja, eskapistisches Leben und auch vielleicht die Realisation, who knows? Minneapolis. Oh, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Nein, Mutter muss Fische zerhacken. In Louisburg, he heard rumors of a. Eine hübsche Königin. Ja. Handsome Queen. Ja, cool, jetzt sind wir sogar selbst entscheiden, das ist interessant. Ob er schwul ist oder nicht, oder was? Wer weiß. Bei uns ist er jetzt eben heterosexuell. The Queen was on her own quest for. Nach. Inns von Schlangen. Von Schlangen. Böse. Sinister Serpents. Oi. Followed the sound of her. Das ist jetzt schwer.
Elektrischen Sitar, komm. Okay. Electric Sitar. Sitar. Ja, es gibt Sitar. Echt? Ja, es gibt Sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Hm. Even then, his logic remained sound. Wow. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Mein Gott. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Okay, genug Fische zack. Aber ist richtig cool. Gefällt mir sehr. Das ist wirklich cool gewesen, also. Da haben sie sich wirklich was Schönes überlegt. Mhm. Das ist anscheinend. Okay, ja, dann. Da kann man eine Nintendo Switch, aber die keine Switch ist, sondern irgendwie so ein. Ja, okay, begann die Welt, wie sie kennen, zu vergessen. Okay, die. Ich würde immer auf Derealisation und Eskapismus schätzen, habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt, aber hey. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. Ach so, das ist. Ja, das ist jetzt er. Ja. Okay, schaut auf sich selbst herab. Okay, vielleicht auch Depersonalisation. Ich werf ihn mit einem Fachausdrücken um mich. Ja. Naja. The palace would be packed with his companions. Gesichtslose Menschen. Ja. Aber alle freuen sich. Die mit dem Becken. Yeah. Including the wise Calico and insisted on advising her. Die weiße Glückskatze? Eine Glückskatze. Ach, da. Ah, das war wahrscheinlich seine Katze. Also seine echte Katze. Molly. Ja, Molly steht da. Den drunter gehalten hat. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Ja, du meinst da bei diesem Dingsy-Hacky mit den Fischen. Ja, er hat da seinen Kopf drunter gehalten. Das ist seine Möglichkeit. Weil er es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Mhm.
My brother was really cool. I wish you could have met him. Hm. Okay, jetzt haben wir alle außer Edie und Dawn und auch noch Sanjay. Und ich werde angeschrieben. Ich hoffe, das hört man nicht, aber das hat man wahrscheinlich gehört. Man hat es gehört, aber so schlimm war es jetzt auch. Naja, macht nichts. Immerhin zu einem nicht unpassenden Moment. Wäre es etwas früher gewesen, dann hätte man einfach so einen Nachrichtenpiepton gehört und er wäre geköpft worden. So irgendwie doof. Dö, dö. She waited until the day before we left to tell Edie. Ach so, die beiden sind weg. Make it easier or harder. I wish we'd stayed. Das ist ihr Zimmer. I understand why we left. Ganzen Plakate. My mom ended up leaving everything behind.